Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Okay, es ist eine große Ehre, diese anspruchsvolle Veranstaltung mit all diesen bekannten Namen von angesehenen China-Kennern eröffnen zu dürfen. Neue Weltmacht China. Wir haben im Vorlauf zu der Festlegung des Titels uns ein wenig ausgetauscht darüber. Neue Weltmacht China mit Fragezeichen oder ohne Fragezeichen. Und kommt ja darauf an, wie man das dann genau definiert, diese Zeichensetzung. Aber ich dachte, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, das mal auch zu überlegen. Und würde Sie gerne als erstes fragen, China ist heute Weltmacht, ja oder nein? Wer sagt nein? Bitte die Hand heben. Das sind reichlich wenige. Ich glaube, 3 von, wie viele Leute passen hier rein? 3 von einer ganzen Menge Menschen, die der Meinung sind, China ist noch nicht Weltmacht. Ich glaube, 4. Sie können doch. 1, 2, 3, jetzt aber auf. 5, okay. Ja, ich glaube, Sie sind in guter Gesellschaft, jedenfalls in großer Gesellschaft. Die Menschen in den Industrieländern, in den USA auf jeden Fall, die sagen nicht nur Weltmacht China, sondern sagen 45% der Amerikaner sagen, wir leben bereits in einem chinesischen Jahrhundert. Natürlich ist das auch die Perzeption in China selbst, kann man annehmen, ist ein bisschen schwierig bei einer Gesellschaft, in der die Meinungsäußerung nicht immer völlig frei ist, zu wissen, was eigentlich gedacht wird. Aber offiziell ist das die Meinung, wie alleine ein Satz wie der bekannte von Präsident Xi Jinping zu Präsident Obama in Kalifornien belegt, der ja, sagte, der Pazifik ist groß genug für uns beide. Also das ist schon die Sicht auf die Augenhöhe. Und nach außen, wir haben es eben schon gehört, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gibt es viele Beispiele dafür. Ich denke, am deutlichsten ist die Summe der im letzten Jahr etwas gesunkenen Reserven an Auslandsdevisen. China hat 3,5 Billionen Dollar. Billionen sind nicht die englischen Billions, das sind echte Billionen. Das ist das Zehnfache von Devisenreserven, wie die gesamte Europäische Union sie hat. Ja, also sagen wir mal einfach mal so, neue Welt macht China und überlegen dann aber, was für eine ist das denn? So wie die USA, sowas wie eine international tätige, die öffentlichen Güter, wie man das heute nennt, der Welt auch als indispensable policeman, schützende Macht mit einer demokratischen, liberalen Ordnung, jawohl, sicher nicht. Es ist eine Weltmacht wie die ehemalige Sowjetunion, die ihre Macht über ihren Machtbereich vor allem auf Waffen gestützt hat, jawohl auch nicht. Also was ist es dann? Vielleicht nennen wir es mal eine Weltmacht chinesischer Prägung, um diesen Ausdruck zu verwenden, der in China ja auch immer gerne verwendet wird. Sozialismus chinesischer Prägung heißt es da. Oder Demokratie chinesischer Prägung. Das sagt uns aber eigentlich auch noch nicht so viel. Was ist denn das dann? Es wird bestimmt durch, wie der Status natürlich nicht nur einer Weltmacht, sondern jedes Landes, durch die Historie, durch die Erfahrungen, die ein Land zumindest in der jüngeren Geschichte gemacht hat, durch das gegenwärtige Umfeld und durch den sozialen Konsens in einem Land. Wie sieht eine Bevölkerung, ihre Führung, ihre eigene Situation selbst? Und das ist natürlich
im Fall eines Landes wie China auch stark durch die Ideologie mitbestimmt. Gucken wir uns die drei Punkte mal an. Historische Erfahrung. Was hat man gelernt aus der Geschichte? Sicher dann mal in die jüngere Geschichte. Nur mal zurückblickt, kann man sagen, dass das chinesische Kaiserreich vollständig darin versagt hat, auf die westliche Herausforderung zu entwickeln und damit über 100 Jahre lang Opfer der Kolonialmächte gewesen ist. Geendet hat es dann in einer Zeit des konstanten, mehrere Jahrzehnte dauernden Bürgerkriegs, also wiederum Opfer innerer Unruhe und schließlich daran anschließend ab 1949 Opfer des Diktators Mao Zedong, der, sagt man heute, irgendwo zwischen 60 und 80 Millionen Todesopfer alleine in der Zeit nach dem Ende des Bürgerkriegs, also nach Gründung der Volksrepublik, auf seinem Konto hat. Aber dann ab Ende der 70er Jahre mit Deng Xiaoping und der damit begonnenen kollektiven Führung die Erfahrung Subjekt in viel stärkerem Maße Gestalter des eigenen Schicksals zu werden, des Aufstiegs, des wirtschaftlichen Aufstiegs unter Deng Xiaoping, der mit dem berühmten Satz begonnen hat, reich werden ist gut. Und wie wir gehört haben und natürlich alle wissen, das haben viele befolgt und viele waren damit auch sehr erfolgreich. Das ist im Grunde die Anwendung des typischen asiatischen Wachstumsmodells gewesen, sich zu stützen auf enorme staatliche Investitionen in die Infrastruktur eines Landes und dann sich zu fokussieren auf Export, also Japan, die früher mal sogenannten vier kleinen asiatischen Tiger, Südkorea, Taiwan, Hongkong, Singapur und dann der Rest Südostasiens sind diesem Modell gefolgt und schließlich auch die Volksrepublik, aber niemand mit größerer Geschwindigkeit und größerem Erfolg. Wer heute in die Frankfurter Allgemeine Zeitung geguckt hat, hat gesehen, dass diese Zahl wurde jetzt erst errechnet, seit 2013 ein Viertel der gesamten Güterproduktion der Welt in China geschieht, generiert wird. Also das ist natürlich eine enorme Erfolgserfahrung. Wenn ich vorhin gesagt habe, was lernt man aus der eigenen Geschichte, dann ist es auch so etwas. Nicht nur die Opferphase der Vergangenheit, sondern auch die Selbstgestaltung des eigenen Schicksals, noch dazu ermutigt von der eigenen Führung, die das Land wirtschaftlich erstmal dorthin gebracht hat, wo es jetzt ist. Das heutige Umfeld. Was ist das? Heutiger Umfeld ist also ein Land, das profitiert hat von diesem eigenen Antrieb, der Anwendung des asiatischen Wachstumsmodells, gleichzeitig in der Partnerschaft mit dem vor allem kapitalistischen Ausland, vor allem mit den USA, die einerseits die Sicherheit in Ostasien, auf jeden Fall seit dem Ende des Vietnamkriegs, also ungefähr gleichzeitig, wie China auf dem Wachstumspfad sich begeben hat, die Sicherheit Ostasiens garantiert haben und damit den Aufstieg der asiatischen Nationen, damit auch Chinas ermöglicht haben und die im wirtschaftlichen Austausch mit China dessen Wachstum mit ermöglicht haben. Und ihrerseits ganz enorm von dem Aufstieg Chinas profitiert hat, was uns ja auch wieder motiviert, weiter auf diesem Weg zu gehen. Ein Großteil unseres Wohlstands heute verdankt sich dem Aufstieg Chinas. Wenn Sie sich billige Smartphones leisten können, also nicht ganz so billig, aber billiger als sie wären, wenn sie nicht so billig in China hergestellt würden und die Turnschuhe, und ihr Fernseher und so weiter und so weiter, verdankt sich das ihr Wohlstand auch dem Aufstieg Chinas, genauso ist es in den USA, wie sich umgekehrt der Wohlstand Chinas auch
dem Austausch mit den etablierten, traditionellen Industriestaaten verdankt. Und nicht nur dem Austausch damit, sondern dem Austausch der Kommunikation, Warenaustausch, Austausch von Menschen, Studenten, sind genügend hier von allen, die in Karlsruhe sind, sagten sie, aber ein paar studieren ja auch hier, aber auch anderswo in westlichen Ländern. Westliche Studenten gehen nach China, also Austausch von Menschen, Touristen natürlich auch, von Experten, aber auch das sich bewegen in einem Rahmen der existierenden liberalen Weltordnung, die ihre heutige Form gefunden hat mit der Gründung der Vereinten Nationen. Also eigentlich erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seither noch weiterentwickelt wurde mit Institutionen wie der WTO, Welthandelsorganisation und so weiter und sich immer noch weiterentwickelt, aber deren Grundidee ja ein Normensystem ist, das beruht auf der Annahme, dass alle Staaten souverän und gleichberechtigt sind. Ist eine Annahme. Deswegen reden wir ja davon, dass eine Weltmacht vielleicht viel mehr Einfluss hat als ein Zwergstaat irgendwo in Afrika. Aber das ist die Annahme. Auch der Zwergstaat aus Afrika kann ja in den Vereinten Nationen mit einer Stimme stimmen, so wie alle anderen auch. Also auch das ist ein internationales System, das die Gegenwart Chinas bestimmt und damit auch die Identität Chinas als Weltmacht mitbestimmt. Daraus ergibt sich eine Menge an Lernerfahrungen, die nicht nur historisch sind, sondern die immer noch fortdauern und immer noch weitergehen werden. Deswegen unser großes Interesse daran. Was macht das denn mit China? Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit der Führung? Deswegen der dritte Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Wie ist denn der gesellschaftliche Konsens über die Identität dieses Landes eigentlich? Vorhin schon gesagt, dass sowas im Fall eines Landes wie China sehr schwer rauszufinden ist. Wir können immer nur spekulieren. Wir hören mal was von der Meinungsumfrage dort. Wie genuin ist die? Wir reden alle immer wieder vom chinesischen Internet. Ich habe eine ganze Reihe von Internetbedienern, Diensten abonniert und das ist hochinteressant, das zu lesen, aber man weiß nie, was ist davon künstlicher Zeug, manipuliert, was ist freie Meinungsäußerung, wenn es das ist, drückt es die Meinung der Mehrheit aus oder nicht. Also das ist ganz, ganz schwer zu wissen, wenn man sich, oder zu erfahren, wenn man herausfinden will, was ist eigentlich der gesellschaftliche Konsens in diesem Land, das immer noch existiert, in diesem Zwiespalt zwischen immer mehr wirtschaftlicher Freiheit, manchmal kann man sagen semi-kapitalistisch, manchmal kann man sagen, es ist schon viel mehr als der berühmte, grausame, brutale Manchester-Kapitalismus jemals bedeutet hat, aber ein doch recht kapitalistisches System, wirtschaftlich mit entsprechenden Freiheiten und andererseits der sehr harschen, fortdauernden politischen Repression, sodass es natürlich gar keine Frage ist, dass ihr chinesischer Kommilitone, der sich mit ihnen hier frei weg über die ganze Welt und die Bedeutung des Lebens und was soll das alles unterhält, ist natürlich mehrfach überlegen würde, ob er sich in China selbst zu politischen Fragen äußert. Wenn jemand das macht, dann geschieht ihm das, was Sie immer wieder in den Zeitungen lesen, jetzt vor kurzem auch, eine ganze Reihe von Rechtsanwälten, die sich mit Menschenrechtsfragen befasst haben, die eingesperrt worden sind, verschwunden sind. Ai Weiwei ging ja bei uns hier durch die Medien, der was ganz Interessantes und ich glaube sehr Zutreffendes gesagt hat, als er hier war, nämlich die Menschenrechtslage ist in keiner Weise mit der zur Zeit der Kulturrevolution zu vergleichen.
Überhaupt nicht. Heute gibt es auch Anwälte, die sich sagen können, ich nehme mich dieser Themen an. Die Freiheit ist so viel größer als vor 40 Jahren. Auf der anderen Seite ist man immer noch der vollständigen Willkür ausgeliefert. Und auch er, Ai Weiwei, sagte, ich weiß ja nicht, ob wenn ich zurückkomme, ich nicht wieder eingesperrt war. Also dieses Maß an Unsicherheit macht Menschen vorsichtig und es ist schon großer Mut, wenn jemand wie Liu Xiaobo hergeht und dann eine Art Verfassung für China auf der Grundlage der Werte der Aufklärung schreibt und dann einerseits den Nobelpreis bekommt, aber auf der anderen Seite auch ins Gefängnis gesteckt wird. Also deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwer zu wissen, wie das selbstverständlich eigentlich ist. Viel leichter ist es, deswegen habe ich das vorhin erwähnt, im Fall der Führung, die ja zum Beispiel spricht, wie gesagt, von dem Sozialismus chinesischer Prägung. Sozialismus chinesischer Prägung einerseits. Andererseits sagt Ihnen jeder Blick darin, wie die Wirtschaft funktioniert, dass da doch eine Menge Kapitalismus dabei ist. Vor 30 Jahren, als der Wirtschaftsreformprozess begann, waren fast 80% aller Unternehmen Staatsunternehmen. Heute sind es nur noch ein Viertel. Also da ist eine Menge passiert. Privatwirtschaft, die auch die größte Wertschöpfung in China verursacht, die Freiheit, sich zu entscheiden, wo man denn einen Beruf suchen will, wie man sein Geld verdienen will, wenn man denn tatsächlich akzeptiert, reich werden ist gut. Das ist also Teil dieses Selbstverständnisses, dieses Sozialismus chinesischer Prägung. Auf der anderen Seite bedeutet das eben auch Demokratie allenfalls chinesischer Prägung. Und das bedeutet, und das hat die neue Führung gerade letztes Jahr nochmal unterstrichen, die westliche Art von Demokratie kommt für China nicht in Frage, denn westliche Art von Demokratie bedeutet ja Transparenz, bedeutet Rechenschaftslegung, die so weit geht, dass durch Votum der Mehrheit der Bevölkerung einer Regierung gestürzt werden kann, was in China deswegen nicht geschehen kann, wie die Kommunistische Partei sagt, weil sich 1949 die Bevölkerung für die Herrschaft durch die Kommunistische Partei entschieden hat. Und damit gibt es gar keine Möglichkeit, an diesem einmal getroffenen historischen Entscheid wieder etwas zu verändern. Das heißt aber, wenn Sie das jetzt übersetzen, was ich gerade dargelegt habe, in, sagen wir mal, praktisches Verständnis davon, wie ein Staat funktioniert, dann bedeutet das, dass die Legitimität dieser Führung auch in ihrer eigenen Denke darauf beruht, dass sie die Menschen reicher machen kann. Dass es ihr gelungen ist, China dorthin zu bringen, wo es heute ist. Das ist es, worauf die Begründung der Herrschaft der Kommunistischen Partei letzten Endes beruht. Und deswegen sind solche Punkte, wie Frau Professor sie vorhin erwähnt hat, dass es eben noch große soziale Ungleichheiten gibt, so möglicherweise fatal. Soziale Probleme, soziale Friktionen. Aber ich möchte noch ein praktisches Beispiel geben, wie man beobachten kann, wie sich das Selbstverständnis in China entwickelt hat, und möchte Ihnen das gleich auch ans Herz legen, wenn Sie ich eh schon sagen, kenne ich doch, weiß ich doch. Es gibt diesen Film Leben von Zhang Yimou. Wer kennt ihn nicht? Ja, das ist jetzt ja ganz umgekehrt wie vorhin. Okay, jetzt fragen Sie, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? 4, 5, ungefähr, genau, ein bisschen mehr als 5 in diesem Fall. Also ganz vorzüglicher Film, viel interessanter als der Roman, auf dem er beruht, weil er so ein bisschen dieses sich verändernde Selbstverständnis der Gesellschaft am Schicksal eines Menschen, seiner Familie schildert und dessen
leben. Und nur das zwei Punkte darzulegen, es fängt an nach der Revolution, wo ein kleiner Junge den Helden fragt, also wenn wir jetzt richtig arbeiten, was passiert denn dann in der Zukunft? Und dann sagt der Vater, dann haben wir den Kommunismus. Und es ist ganz klar, aus dem Verständnis dieser Zeit heraus, dann geht es uns gut. Das ist die ideale Welt. Und dann Jahrzehnte, Jahrzehnte, Jahrzehnte später ist der Held ein alter, alter Großvater. Und dann kommt auch wieder ein kleiner Junge und fragt ihn, Opa, wenn wir jetzt richtig, richtig arbeiten, was kommt denn dann? Und dann sagt der Opa, ja, dann können wir uns vielleicht einen neuen Ochsen kaufen. Was heißt, natürlich, wenn Sie es übersetzen, die Entwicklung von einer ideologisch orientierten Gesellschaft in eine materialistisch orientierte Gesellschaft. Reich werden ist gut. Der Materialismus hat in diesem Sozialismus chinesischer Prägung, der Materialismus hat den Marxismus ersetzt, obwohl noch immer ihre chinesischen Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn sie in der Uni in China sind, wöchentlich einmal verpflichtet sind, zum Marxismusunterricht zu gehen. Ich habe einen Lehrer an der Uni mal gefragt, da hören die dann alle mit Spannung zu. Und dann sagte der Lehrer, der das unterrichten muss, nein, die schlafen alle. Aber, fragen Sie vielleicht Ihre Kommilitonen und Kommilitonen nicht. Aber dennoch ist es immer noch die maßgebende Ideologie. Es muss noch unterrichtet werden. Und wer was anderes machen will, wird verdammt, wie es vor 2 Jahren geschehen ist, als eine ganz scharfe Kontrolle über den Einfluss westlichen Denkens und der Bücher, die gelesen werden und die gelehrt werden, an den Universitäten verfügt worden ist. Woraufhin eine Menge Professoren gesagt haben, was soll man denn da unterrichten? Unterrichten ist das eine Problem. Das andere, viel größere für die Führung ist, dass natürlich solche Bücher inzwischen überall zugänglich sind. Einer der erfolgreichsten westlichen Bestseller-Autoren ist Professor Sanders aus New York. Das sind hier Juristen, die kennen ihn wahrscheinlich. Wer kennt ihn nicht? Okay, also er ist kein Popstar in Deutschland, wie ich daraus schließe, wie es in China der Fall ist. Das ist ein Professor, der Gerechtigkeit unterrichtet. Und zwar Gerechtigkeit, wie es sich durch Recht umsetzt, wie sie sich durch Recht umsetzen sollte und wie das in der Praxis des Lebens ist. Also der ist auch in den USA ein Popstar, der hält Vorträge so fast vor Auditorien wie der Carnegie Hall. Und deswegen gibt es auch alles das, was er sagt, auf DVD. Und diese DVDs sind in Ostasien, nicht nur in China, auch in Japan habe ich das gesehen, die kriegen Sie gleich im Buchladen am Eingang. Das in China absolut populär. So entwickelt sich also, so können wir schlussfolgern, das Denken in ein Land, das inzwischen Weltmacht ist, wenn die Mehrheit der Menschen immer mehr zur Mittelklasse zählen, von ihrem Einkommen her, und damit viel mehr verfügbares Einkommen haben, viel mehr verfügbare Zeit haben und über die Grenzen dessen, was die Regierung ihnen vorschreibt, hinausblicken. Ja, dann war das mein Versuch, ein bisschen im Detail darzustellen, was denn die Weltmacht, neue Weltmacht China eigentlich ist, wie sie eigentlich aussieht. Und ich weiß nicht, ob uns das jetzt weitergeholfen hat, aber es ist, glaube ich, klar, das stimmt, was ich eingangs gesagt habe. Es ist keine Weltmacht wie die USA, es ist keine wie die Sowjetunion, es ist eine sehr eigene. Lassen wir uns bei der Weltmacht chinesischen Charakters bleiben. Jetzt gucken wir uns mal die Situation dieses Landes heute an. Wie gehen wir, denn wir müssen jetzt weiterdenken.
Was will diese Weltmacht von uns? Oder selbst wenn sie es nicht will, was geschieht uns im Umgang mit dieser Weltmacht? Und umgekehrt, wie gehen wir damit um? Und das bestimmt sich natürlich dadurch, wie die Weltmacht, diese Weltmacht sich selbst verhält, wie sie sich darstellt, aber auch, wie wir darauf reagieren. Jetzt würde ich ganz einfach, also als eine Art These sagen, China wird von innen her immer verwundbarer und von außen her immer weniger verwundbar. Von innen her immer verwundbarer. Das ist, verstehen Sie, glaube ich, in direktem Zusammenhang mit dem zu sehen, was sich über die innere, den inneren Zustand des Landes, der Gesellschaft gesagt habe. Wir haben zwar einen neu entstehenden, noch nicht genau festzustellenden gesellschaftlichen Konsens über die Identität der chinesischen Gesellschaft. Wir haben aber auf jeden Fall zur gleichen Zeit einen immer weiter zerbröselnden ideologischen Konsens. Der Sozialismus chinesischer Prägung ist eigentlich ein Wort ohne wahre Gestalt. Es ist ein Vakuum im Denken der Menschen. Und das ist der Grund, weshalb Sie hören, wenn Sie mit Menschen zum Beispiel in der Parteihochschule, die sich über sowas Gedanken machen, sprechen, die Klage über die geistige Orientierungslosigkeit des Landes. Eine Anekdote, jemand, der dafür mit an erster Linie zuständig ist, im Zentralkomitee, sagte mir, wir haben geprüft, wie wir diesem Problem der geistigen Orientierungslosigkeit abhelfen können. Aber der Taoismus ist ja nur Aberglaube. Der Buddhismus kommt nicht in Frage mit diesen vielen Göttern. Das Christentum hat das Problem, insbesondere beim Katholizismus, dass da jemand außerhalb der chinesischen Grenzen sitzt, dessen Wort für die Gläubigen größeres Gewicht hat als das der KP. Geht nicht. Der Islam ist so gewaltanfällig, dass er auch nicht in Frage kommt. Und der Konfuzianismus sind eigentlich nur so eine Handvoll Lebensregeln. Deswegen sind wir zum Schluss gekommen, wir müssen am Marxismus festhalten. Vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, wie problematisch das ist, verstehen Sie andererseits, wie ernst dieses Problem der geistigen Lehre ist. Und jetzt nehmen Sie hinzu die Gefahr der gesellschaftlichen Reibung, der Friktion, die in dem Moment entstehen können, und damit rechnet die Führung natürlich, in dem Moment entstehen können, in dem Probleme auftreten. Deswegen achten alle auf diese Wachstumszahlen. Unter 7% dürfte eigentlich nicht passieren. Denn da gibt es zu viele Verlierer der bisherigen Wirtschaftsentwicklung. Und was tun die? Die gehen auf die Straße und protestieren. Tun ja heute die Benachteiligten schon. Wenn also die Legitimitätsgrundlage der Herrschaft der Kommunistischen Partei, sprich der wirtschaftliche Fortschritt, gefährdet ist, dann ist die soziale Stabilität eklatant gefährdet. Das zusammen mit den Problemen der geistigen Lehre, beides verschärft sich, führt mich zu dieser Aussage, es ist ein Land, das von innen her immer verwundbarer wird. Wohin sich das entwickelt, ist wirklich schwer zu sagen und jetzt mache ich keine Vorhersage. Von außen her immer weniger verwundbar. Es gibt ja auch eine außenpolitische Erfolgsgeschichte Chinas. China hat mal angefangen, kurz nach seiner Gründung, mit der Proklamierung zusammen mit Indonesien damals der 5 Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Ein Land, das proklamiert hat, seine Außenpolitik auf
friedliches Zusammenleben könnten zu wollen, aber gleichzeitig hat dieses China, das China Mao Zedongs, weltweit die Weltrevolution gefördert, mit Waffenlieferungen, mit der Ausbildung von Soldaten und so weiter. Das hat Deng Xiaoping geändert, der gesagt hat, wir betreiben eine friedensorientierte Außenpolitik. Und selbst wenn wir mehr erreichen könnten, wir verschreiben uns Zurückhaltung. Nicht massiv auftreten, selbst dort, wo wir es können. Das hat sich seit einigen Jahren, irgendwo zwischen 2010 und 2012, immer deutlicher verändert. China als auch aus eigener Sicht Weltmacht ist sehr viel durchsetzungsbereiter, sowohl in internationalen Foren, wo einfach nur verhandelt wird, als auch auf den Meeren in seiner Nachbarschaft. Es tritt robuster auf, risikofreundlicher auf. Ein Beispiel, die Südchinesische See. Das ist vielleicht das, was sich am ehesten anbietet, und Sie verfolgen das vermutlich ja auch in unseren Medien. Südchinesische See, da gibt es also China, Taiwan, Brunei, gibt die Philippinen, gibt Vietnam, gibt Malaysia, alles Länder, die Anspruch erheben auf einen Teil der vielen Inseln, Riffe, Felsen, die es da in diesem riesigen Meer gibt. Die meisten von diesen Ländern haben das genau definiert, wie viele. Im Fall Bruneis ist es eine einzige Insel. Bei anderen sind es sehr viel mehr. Im Fall Chinas sind es alle Inseln. Und alle diese Staaten haben im Laufe der Jahrzehnte ihre Auseinandersetzung darüber, wem jetzt was gehört, auch angefangen auf diesen Inseln irgendwas zu bebauen, anzubauen, oder nicht anzubauen, sondern sagen wir mal Häuser hinzustellen, wo die Fischer, die dort Pause gemacht haben, reingehen konnten. Andere haben dann schon angefangen, kleine Landeplätze für Hubschrauber, dann für Flugzeuge zu bauen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass dieses riesige Meer reich an Fischen ist und alle, aus allen Ländern, die Fischer da gemeinsam, aber eben auch gegeneinander fischen, sich gegenseitig verdrängen wollen, weswegen es immer wieder zu Zusammenstößen kommt, aber dass im Meeresboden wohl auch mineralische Vorkommen größerer Menge vermutet werden. Und dann haben einige dieser Länder auch angefangen, auf eigentlich bei Flut unter dem Meeresspiegel liegenden Riffen immer mehr aufzubauen, bis das sozusagen künstliche Inseln sind. Künstliche Inseln haben nach dem internationalen Seerecht gar keinen Anspruch darauf, als Insel zu gelten, also auch kein Territorium beansprechen zu dürfen, aber die Staaten haben das dennoch beansprucht. So, also hier sind alle mehr oder weniger gleicherweise beteiligt an dieser Auseinandersetzung. Es gibt nur einen Unterschied im Fall Chinas. In China beansprucht die gesamte Südchinesische See für sich, unabhängig von den Inseln. Also China baut auch künstliche Inseln, das haben Sie gelesen, auf wie andere auch. Viel schneller und viel größer, aber hat ja auch mehr Geld, mehr Menschen und so weiter. Aber der Anspruch auf das gesamte Meer, den erhebt nur China, unterstützt in diesem Fall von Taiwan. Und dieser Anspruch geht zurück bis ins Jahr 1938, 1939. Und das erste Mal kartografisch festgehalten von der damals noch nationalchinesischen Regierung im Jahr 1947. Also da sind beide in dem gleichen Boot. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Souveränität über das gesamte Meer zu beanspruchen oder nur über einen großen Teil der Insel. Und das erklärt die Schärfe der Auseinandersetzung, auf die wir jetzt treffen, die sich immer festmacht, zwar an Begegnungen zwischen Fischern oder Küstenwachtschiffen, noch nicht zwischen den Marinen der beteiligten Staaten,
Ausnahme der USA, die jetzt also die USS Lassen, eine Fregatte, durch die Südchinesische See geschickt hat, auch provozierend nah an einer dieser künstlichen Inseln, um zu zeigen, das akzeptieren wir gar nicht, dass es da Territorialgewässer geben sollte, wogegen dann China Verletzung der Souveränität protestiert hat. Aber dass diese Forderung der neuen Weltmacht steht im Raum. Wir wollen das ganze Meer. Und da sind natürlich alle Nachbarn mit ihren Ansprüchen auf nur so und so viele Inseln ganz eklatant betroffen. Und mit der Chance, den Meeresboden möglicherweise zum Teil ausbeuten zu können oder fischen zu können. Das betrifft die Existenzgrundlage der Nachbarn Chinas. Und das erklärt einmal, weshalb ich sage, China verhält sich robust und durchsetzungsbereit. Das erklärt aber auch etwas ganz anderes, was ich sagen würde, ist Chinas negative Softpower. Softpower, den Begriff kennen Sie, ist ja, wenn ein Land Macht oder sagen wir besser Einfluss ausübt, ohne zu Mitteln harter Macht zu greifen. Also Wirtschaftsmacht, mit Wirtschaftsmacht Druck auszuüben, Sanktionen ist auch Hard Power, oder natürlich bewaffnete Gewalt einzusetzen, sondern wenn es durch seinen kulturellen Einfluss beispielsweise Einfluss ausübt. USA sind das beste Beispiel dafür. Negatives Soft Power gibt es nur in diesem Ausmaß im Fall Chinas. Und wenn Sie mal bei den Nachbarn die Umfragen sehen, da gibt es ja jährliche Umfragen von BBC und Pew, über die Popularität, die Beliebtheit Chinas in seiner eigenen Region, dann sind das katastrophale Ergebnisse. Aber nicht nur dort, wo die betroffenen Staaten sind, die Anrainer der Südchinesischen See, sondern auch sehr viel weiter entfernt, in den USA, in Europa, in Deutschland. Ein chinesischer Diplomat sagte zu mir, wie kommt das denn? Wir Chinesen lieben die Deutschen und die Deutschen bei Umfragen sagen, sie kritisieren China. Wie kann das denn sein? Das hat damit zu tun, dass diese neue Weltmacht ihre Macht offenbar so durchsetzungsbereit und risikobereit einsetzt, wie andere Staaten das nicht tun. Und man deswegen denkt, wenn diese Macht noch stärker wird, wer weiß, was dann passiert. Aber gleichzeitig sehen wir, dass China mit seinem Handeln im globalen Kontext sich immer stärker in dieses System aus internationalen Regeln und Normen, von dem ich vorhin gesprochen habe, selbst einbindet. Selbstverständlich. Wenn China Mitglied der WTO wird, dann verhält es sich den Regeln der WTO gemäß. Als Mitglied der Vereinten Nationen verhält es sich den Regeln der Vereinten Nationen gemäß und so weiter. Und es gibt ja kaum mehr zählbare Zahlen von internationalen Organisationen, mehr oder weniger verpflichtend. Und ganz interessant wird es, wenn man sich anschaut, welche Organisationen China selber ins Leben gerufen hat. Da gibt es die Shanghai-Organisation der Zusammenarbeit, im Wesentlichen Russland, die zentralasiatischen Staaten und China. Aber das ist noch eine Organisation, die jetzt nicht so verpflichtend in ihren Entscheidungen für ihre Mitglieder ist. Aber ein ganz aktuelles Beispiel ist natürlich die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank, AIIB. Darüber haben Sie sicher ein bisschen was gelesen. Und das kam ja im Laufe dieses Jahres immer wieder bei uns in die Medien. Nicht? China hat also diese 3,5 Billionen an Devisenreserven. Was macht er denn damit? Da gibt es ja aus. Schlechte Idee. Das ist ja alles Dollar. Dann sinkt der Wert des Dollars, man kann immer weniger kaufen. Was kann man sonst noch damit machen? Man kann es langfristig, man kann es
zum eigenen Land ausgeben, aber in China mit Dollar bezahlen, ist auch keine gute Idee. Ganz langfristig investieren, aber wie denn? Man müsste es internationalen Finanzinstitutionen zur Verfügung stellen. Die wollen das aber nicht. Im Jahr 2010 wurden die Stimmrechte Chinas in der Weltbank so erhöht, dass China inzwischen der drittmächtigste Staat dort ist. Hat dennoch weniger als ein Drittel der Stimmrechte der USA. Die westlichen Industriestaaten haben gemeinsam immer noch 60%. Das heißt, Dankeschön, die 3,5 Billionen einzahlen bei uns und dann bestimmt ja, wie die Weltbank sich bewegt, haben die Industriestaaten gesagt, nein. Also, logische Schlussfolgerung, wir gründen eine eigene Bank. Das ist die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank. Warum eigentlich Infrastrukturinvestitionsbank? Weil China sich inzwischen wegbewegt von dem asiatischen Wachstumsmodell, nur in die eigene Infrastruktur zu investieren und damit die Konjunktur anzuheizen, hin zu einer moderneren Volkswirtschaft, einer, die auf dem Binnenwachstum, das heißt, auf dem ruht, was die Verbraucher so an Geld ausgeben, funktioniert. Wir haben alle gelesen, dass Chinas Wachstum jetzt nur noch 6% so ungefähr ist, ja. Aber der Verbrauch, der Konsum, der Individualkonsum ist in dem gleichen Jahr um 10,4% gestiegen. Funktioniert also. Bedeutet aber auch, was passiert denn mit dem ganzen Beton und dem ganzen Stahl, der da für die Infrastrukturinvestitionen produziert wird? Fragen Sie mal unsere Stahlwirtschaft im Ruhrgebiet. Das ist weit weg vom reichen Baden-Württemberg, ich weiß. Aber es ist auch ein gut funktionierendes Bundesland NRW. Fragen Sie mal da die Stahlunternehmen, wie die gleich über das Stahldumping aus China klagen. Man wird das nicht mehr los. Also gar keine schlechte Idee eigentlich, das westlich der eigenen Grenzen einzusetzen. Zentralasien, da gibt es kaum Autobahnen, kaum Eisenbahnen, ganz wenig Flughäfen. Warum nicht das Gleiche machen wie in China? Mit chinesischen Arbeitern. Und mit chinesischem Geld, dass diese asiatische Infrastrukturinvestitionsbank dann leihweise zur Verfügung stellen kann. Jetzt sehen Sie, wie die Grundlage dieser Seidenstraßeninitiative ist. So wurde das dann nämlich genannt, von der wir jetzt alle so viel hören und wo alle gerne auch noch Geld von dieser Bank haben möchten. Weswegen Seidenstraße so ein richtig attraktives Thema ist, auch die Attraktivität Chinas bestätigt. Aber worum es mir ging, war ja diese von China gegründete Bank. Ja, werdet doch alle auch Mitglied, so wie auch Mitglied in der Weltbank sein, hat China eingeladen. Danke, hat als erstes die USA gesagt. Und zwar nein, danke. Denn wenn ihr jetzt anfangt, eine eigene internationale Finanzinstitution zu gründen, was passiert dann mit den bewährten Regeln, die wir ja in Weltbank und so weiter, bei Geldvergabe, seit Jahrzehnten hat sich das alles bewährt und so weiter, wird doch dann alles verdreht, pervertiert, wer weiß, was ihr damit macht, machen wir nicht mit. Deutschland hat mit 13 anderen EU-Staaten gesagt, wir machen mit. Denn wir können nur dann Klage führen über Regelverdrehung Chinas, wenn wir nicht wenigstens den Versuch machen, das mitzugestalten. Und sieh da, was passiert. Beim Aushandeln der Verträge, die dann im Juni unterschrieben worden sind, von 57 Staaten zur Gründung der AIIB, da war das auf einmal ein Regelwerk wie bei einer der bisher bestehenden internationalen Finanzinstitutionen. Das ist, was ich eben meinte, als ich sagte, China aus Eigeninteresse integriert sich immer mehr in das bestehende internationale Regelsystem. So, und damit ist leider schon so weit zum Schluss zu kommen. Wie geht es weiter? Was bedeutet das für uns?
Natürlich wollen wir weiter von der Entwicklung Chinas profitieren. Materiell. Aber übers Materielle hinaus, auch dadurch, dass es weiter Frieden in Ostasien gibt. Stellen Sie sich mal vor, die Region, in der 2/3 des Weltbruttosozialprodukts geschaffen wird, zerfällt in Krieg über sowas wie einen Inselstreit. Was das für uns bedeutet. Wir klagen im Moment darüber, dass eine Krise die andere überholt. Das wäre dann eine wirklich große Krise für uns. Also auch, wir wollen weiter mit China kooperieren, um dort auch dazu beizutragen, dass dort weiter Frieden besteht. Und dazu müssen wir uns selbst in China engagieren. Wir müssen China in das einbeziehen, was wir tun, was wir außenpolitisch machen. Wir haben natürlich unsere eigenen Strategien. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt funktionieren sollte. Dieses internationale Regelwerk, Souveränität der Staaten, demokratische Gleichberechtigung der Staaten, Interesse am Erhalt von Normen. Das bedeutet für unsere außenpolitische Strategie und Programmatik, dass natürlich für uns in erster Linie andere demokratische Staaten Partner sind. Auch die demokratischen Staaten in Ostasien, zu denen China nicht gehört. Aber letzten Endes ist am Horizont für uns als Wünschenswertestes zu sehen, wenn der Weltmeister in Wirtschaft, der Weltmeister in Durchsetzungsfähigkeit, die neue Weltmacht China, dann auch zum Wertepartner China wird, so wie andere demokratische Staaten das auch sind. Das lohnt den Einsatz. Das lohnt den Einsatz unserer Außenpolitik. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.